Genau. Na, wenn das nicht der neueste Rekordbrecher der Galaxis ist, dann siehst du nur so aus wie einer. Soll mir auch recht sein. Wenn du immer noch Ruhm und Ehre suchst, such woanders. Mehr gibt's hier nicht. Möchtest du dir meinen Dank verdienen? Oder sogar ein... Die Energiezellen sind so gut wie leer. Glücklich er aussieht. Mehr brauchte er nicht. Nur etwas Abwechslung und er frisst wieder. Ich muss deine Güte irgendwie belohnen. Du siehst nicht mal. Ich wusste, du bist dafür genau der Richtige. Du bist gerissen, setzt dich aber auch über Moral hinweg.
Also, normalerweise zahle ich in Rationen. Aber eine andere Bezahlung ist dir sicherlich lieber. Du flieg mit... Wenn ich dir je einen solchen Gefallen tun kann, sag einfach Bescheid. Sofern ich nicht beschäftigt bin. Oder im Urlaub. Oder ausnahmsweise ausschlafe. Ach, vergiss das mit dem Gefallen. Und nimm stattdessen einfach das hier. Ich je. Danke. Mr. Teddingtons Diebstahl wurde endlich gerecht. Heute Nacht werde ich gut schlafen können. Oh, halt, kann ich nicht. Ich habe immer noch keinen Teddy. Oh, und ich habe gerade all mein Geld für dich ausgegeben. Opa, Kisa, die Mame Kuma. Utoi Kumpa, Chitinolia Makachisa. Oyatuka Changa Gotupola do Potata Wana Wanki. Toma, sie. Dieser Narr wollte mit einem geheiligten Dorf handeln. Zeitverschwendung. Jetzt komme ich hinein. Hey, warte mal. Hast du vielleicht einen Moment Zeit? Noch nicht alles.
Und ein Adis. Mit diesen Daten können wir den Widerstand in die Knie zwingen. Es sei denn, sie knien schon, dann werden wir sie damit bäuchlings auf den Boden zwingen. Keine Ahnung, was passiert, wenn sie schon auf dem Boden liegen. Auf jeden Fall dank dir, General Hux. Über mich und viele andere in der Kommandokette. In Kürze lassen wir diese Widerstandsmitglieder zum Verhör antanzen. Ich habe schon mehrere Kopfnussdroiden angefordert. Ich würde... Ne? Oder in... Lob ich mir das. Wer braucht schon Sicherheit? Nun, ich wünsche dir viel Glück. Hauptsächlich deshalb, weil mir die Hälfte des Gewinns zusteht. Hat jemand meinen Bruder gesehen? Keine Sorge. Er war bei seiner Hütte. Nicht vermisst. Ich mir das. Wer braucht schon Sicherheit? Nun, ich wünsche dir viel Glück. Hauptsächlich deshalb, weil mir die Hälfte des... Hey, warte mal. Hast du vielleicht einen Moment Zeit? Die Schatten der ersten Ordnung erstrecken sich bis in die hintersten Winkel der Galaxie. Hey! Super, danke! Ich...
Meinst du bist ein Teufelskerl von einem Piloten? Sekunde, Homo Farmfrieder, check! Du lebst? Ich meine, du hast sie gefunden. Ich wusste, du schaffst das. Und ich habe nie jemanden anders angeheuert, den ich jetzt absagen muss. Oh hey, deine Bezahlung. Na, wenn das nicht der junge, beherzte Aufsteiger ist, sieht so jung und beherzt aus. Hm, eins muss ich dir lassen. Du hast unsere Bestzeit geschlagen. Was muss ich dir noch lassen? Ach ja, das hier. Sabo, du...
Die Kommunikation wurde wiederhergestellt. Gerade rechtzeitig. Ich hätte fast das Holo-Schachspiel aufgegeben, das ich mit einem der Moffs gespielt habe. Ich kann dir keine Medaille geben, aber dafür das hier. Du hast bestimmt meinen Preis... Kleiner Bloggen, du hast ihn gefunden und ihn zurückgebracht, was mich am meisten überrascht. Deine Güte und Ehrlichkeit verdienen eine Belohnung. Anker platt! Das niemals. Ich hab. Sieht aus, als hätte sich gerade jemand qualifiziert. Das ist dein Preis, netterweise zur Verfügung gestellt von Anker Platt, dem ehrlichsten Schrotthändler Niemas. Unter uns gesagt ist das eher ein Armutszeugnis für die anderen als echtes Lob für Anker. Ich könnte... Ich wusste, dass er schnell genug ist. Ich werde das Design an Voltec verkaufen. Die gibt's doch noch, oder? Ich kann das Geld schon riechen. Oder ist das etwa der brennende Motor? Bonodor, Parkarnar, Lorogo Chanama, Grokrolo, Natana, Sifini Gufudu, Choroko, Kanantan, Hama, Jili, Trusu, Sugudu Kafana. Hurumu Karama. ECD? Yeah.
Majada. Drokroso Habara. Kijifi Drakrara. Sie sagt, sie sei überaus dankbar und wird aller Welt von unseren Heldentaten und der Güte des Widerstands erzählen. Hört sich doch gut an. Oh, das... Du bist ja eine echte Sportskanone. Ich wäre ja neidisch, aber ich bin eher der Denker. Ich glaube, ich sollte dir jetzt einen Preis überreichen. Brrr, vermaledeite Schrottpicker! Brrr. Danke! Diese Kiste wird sich nicht von der Stelle bewegen, bis ich den Regulator... Schaut ihr nur an. Das Teil ist völlig zerlegt. Die Reparatur wird Ewigkeiten dauern. Aber nun ja, danke dir. Hier, du magst doch Schrott. Das kannst du haben. Ja! Du, wenn... Sehen. Ja, ich glaube, mehr brauche ich nicht, um ihn zu reparieren. Ich sollte dir etwas zur Belohnung geben. Mache ich aber nicht. Ach, sei es drum. Bitteschön. Ein Video war und wenn du...
Kürze lassen wir diese Widerstandsmitglieder zur Tür abpatzen. Ich habe schon mehrere Kopfnussruinen angefordert. Tramistan-Schokoladeneis. Mein absolutes Lieblingseis, das teile ich nicht mit dir. Tut mir leid. Du kannst aber das hier haben. Ja! Er sollte bald wieder funktionieren. Das wäre gut. Er kocht nämlich für mich und ich habe seit Tagen... Nachtwächter, ständig beobachten Sie mich. Du hast ihn wirklich ordentlich trainiert. Dieses Kribbeln. Hier ist die Belohnung, von der ich gesprochen habe. Du musst... es geschafft? Ich kann wieder schlafen. Du hast mir meinen Verstand bewahrt. Hier, es ist nicht viel, aber ich möchte, dass du es annimmst. Ich stolpere zu Hause nur darüber. Oh, diese Hmph!
einfacher schützen. Und was noch wichtiger ist, wir können Essen von anderen Planeten bestellen. Von dem komischen, abgepackten grünen Fleisch habe ich Durchfall bekommen. Warte, ich habe noch was für dich. Sind wirklich essbar. Schau dich mal an, was wir... kommt ein wirklich einzigartiger Preis. Er ist einzigartig, weil ich ihn vorhin fallen ließ und er an der Ecke etwas beschädigt ist. Du dann. Lange nicht mehr so eine Schießleistung gesehen. Jedenfalls nicht seit dem letzten Mal. Ich glaube, ich schulde dir einen Preis jenseits deiner kühnsten Träume. Naja, hoffentlich sind deine Träume recht langweilig, denn hier ist dein Preis. Ein großer Stein.